Und nun noch eine Personalie. Sie betrifft die Tagesschau und ist von morgen an wirksam. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bart muss ab. So beschwerten sich Tausende von Köpke-Fans, als vor 13 Jahren der Schwarm vieler Damen mit einem Oberlippenbärtchen die Nachrichten des deutschen Fernsehens verlas. Es war die einzige Sensation im öffentlichen Leben des stets korrekt durchgestylten Tagesschausprechers. Am 2. März 1959 begann seine Laufbahn als Mr. Tagesschau. In seinen über 18.000 Auftritten vor der Kamera erlas er sich einen Ruf als der ideale Neutrale. Es gibt keinen, der so oft via Fernsehen in die bundesdeutschen Wohnstuben gekommen ist wie er. Erst in Schwarz-Weiß, dann in Farbe. Seine Ausflüge in den Show- oder Literaturbetrieb blieben die Ausnahme. Dem Publikum gefiel am besten seine Rolle als etwas unterkühlt wirkender Nachrichtenverkäufer, dem fast jede Aussage abnahm. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für Freitag, den 11. September. Heute wieder mit dem Reisewetter zum Wochenende. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin weitere Berichte über den Honecker-Besuch und die Haushaltsdebatte des Bundestages. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier bei uns im Ersten. Wenn ein Intendant die Ansage übernimmt, dann muss es dafür einen triftigen Grund geben. Eben haben Sie zum letzten Mal Karl-Heinz Köpke als Chefsprecher der Tagesschau erlebt. Kein Zweifel, sein Sachverstand und seine Zuverlässigkeit verleihen unseren Nachrichtensendungen seit Jahrzehnten Glaubwürdigkeit. Wenn Karl-Heinz Köpke auf den Bildschirm kam, wusste jeder in seinem Wohnzimmer, es ist 20 Uhr Tagesschauzeit. So ist er für uns zum guten alten Bekannten, ja zum Freund geworden. Deshalb möchte ich ihm für die ARD und den Norddeutschen Rundfunk, zugleich aber, ich hoffe doch auch in Ihrer aller Namen, auf diesem Wege ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Wir haben ihn gelegentlich unseren Mr. Tagesschau genannt. Ich meine, diesen Ehrennamen trägt er zu Recht. Und weil ich jetzt noch mit Karl-Heinz Köpke hier im Studio auf sein Wohl anstoßen möchte, bevor er nach Hause in den Ruhestand fährt, darf ich rasch den nächsten Beitrag ansagen. Er ist dem 1962 in Hamburg eröffneten Star Club gewidmet. Mit dem Namen verbunden sind wie Ray Charles, Chuck Berry, Jimi Hendrix und natürlich die Beatles. 25 Jahre nach der Eröffnung wurde dieses berühmte Haus in Hamburg abgerissen. Sehen Sie nun aus der Radio Bremen-Reihe Unter deutschen Dächern von Axel Engstfeld Bye Bye Star Club.